Hallo und herzlich willkommen bei Just Feel It, die etwas andere Meditation. Heute geht es um ein wunderbares und sehr, sehr spannendes Thema. Wer bin ich und wie finde ich mich? Und ja, ich habe dazu schon vor längerer Zeit eine Meditation geschrieben, inspiriert durch eine Frage, die ich mal gelesen habe, die der Bildhauer und Künstler Michelangelo gestellt bekommen hat, als er seine harmonische, wunderbare, wunderschöne Figur des David gefertigt hat. Aus einem großen Stück Marmor, das ungefähr 5 Meter lang war. Also es ist eine große Statue, die noch in Florenz zu besichtigen ist, die existiert. Und ich zeige euch die ganz kurz mal. So sieht sie aus, der David. Und als er gefragt wurde, wie er das geschafft hat, so eine Schönheit, so eine Harmonie herzustellen, zu kreieren, sagte er, ich habe dazu gar nichts Großartiges getan. Alles, was ich erschaffen habe, war schon da. Ich habe nur etwas weggenommen. Den Marmor, die Tonnen, die um den David herum lasteten, die habe ich mit meinem Werkzeug entfernt, Stück für Stück. Und zurück blieb diese wunderbare Statue. Und ja, so geht es letztendlich auch mit uns. Das kann man auf uns übertragen. Jeder Einzelne hat einen David in sich. Das, was uns ausmacht, unseren ursprünglichen Kern, unser Wesen, unsere Seele. Und ja, unsere Aufgabe ist es, diese Seele freizulassen, sie zu entfalten. All das, was drumherum ist, die Schnüre, die Konzepte, die Ideen, die wir so haben von uns und die wir im Laufe der Zeit gelernt haben, die einfach Stück für Stück abzutragen und das zu finden, was uns wirklich ausmacht. Und das möchte ich heute zusammen tun mit euch durch die Meditation. Ja, wir schließen wie immer erstmal die Augen, wer möchte, und wir nehmen zusammen 3 tiefe Atemzüge. Durch die Nase ein und wieder aus. Noch einmal ein und wieder aus. Noch einmal tief ein und wieder aus. Atme jetzt in deinem ganz persönlichen, natürlichen Rhythmus weiter und spüre, wie langsam Entspannung in deinen Körper kommt. Deine Schultern können hängen. All deine Körperteile dürfen jetzt weich werden und loslassen. Du hast jetzt einfach nur ein paar Minuten Zeit für dich und meine Geschichte. Das bist du. Finde dich. Um dich herum ist so viel Fremdes. Nicht passend, nur passend gemacht. Mit Klebstoff, den du lösen darfst. Suche deinen Kern, dein echtes. Unzerstörbares, ewiges, das niemals zerrinnen kann in deinen Händen. So viel Watte um dich herum, so viele Stricke durcheinander, Fetzen, Müll, Konzepte, Filme, Schminke, die Unwahrheit, so viel anderes, so wenig du. Fange an zu graben, eine große Schaufel, um die Tonnen zu bewegen, die dich noch bedecken, schwer auf dir lasten.
dich fast ersticken. Irgendwann findest du dich. Dann berühre dich sanft. Nimm einen feinen Pinsel und lege jede Falte frei. Mach deine Skulptur aus dir. Nimm Wasser. Spritze dich wach. Wecke sie auf, deine Konturen, und spüle sie frei. Sprich mit dir. Versuche es leise. Du brauchst ein Megafon? Hauptsache, du hörst, was du dir zu sagen hast. Atme. Ich hauche mir Leben ein. Ich bewege mich. Ich zeige mich. Ich sehe mich. Das bin ich. Unverwechselbar. Ausgegraben von mir. Ich nehme mich in den Arm. Jede einzelne Faser. Meine Seele. Küsse sie, wiege sie und lasse sie frei. Wir nehmen noch mal gemeinsam einen tiefen letzten Atemzug. Um diese Meditation abzuschließen und wieder anzukommen in diesem Raum und in dieser Zeit. Wenn du möchtest, beweg dich ein bisschen, deine Hände, Füße, deinen Kopf. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst bei unserer Meditation und hoffe, dass dir das eine Inspiration war oder ist für die nächsten Tage und Wochen. Immer mehr, jeden Tag ein bisschen hinzuschauen, wer bin ich selbst und was ist das, was einfach über mich drüber gestülpt wird oder wurde, was ich eigentlich gar nicht bin und das jetzt langsam Stück für Stück gehen darf. Denn da unten drunter, da ist so viel zu finden. Da hat jeder Einzelne seinen David in sich. Vielleicht möchtest du dieses Bild einfach in dir behalten und ja, dass es dich begleitet auf der Suche nach deinem David. Schön, dass du heute dabei warst. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken und würde mich super freuen, wenn mich der eine oder andere, der das heute hier mitgemacht hat, abonnieren würde, mir einen Daumen nach oben gibt. Das hilft mir und meinen Geschichten und Meditationen weiter in die Welt zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Just Feel It und wir zusammen ins Fühlen kommen. Bis dahin, wie immer, alles Gute. Tschüss.